أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, zunächst einmal lobpreisen wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, eine seiner Pflichten auszuüben in eines seiner geehrten Häuser, den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala, in dem die Muslime sich versammeln, um Allah Azza wa Jal, ihrem Herrn, zu gedenken, der sie erschaffen hat und der sie mit allem in dieser Welt versorgt und der sie am Tage der Auferstehung reichlich belohnen kann für ihre Taten. Möge Allah Azza wa Jal uns am Tage der Auferstehung unter den Gewinnern schreiben. Die großartige Gnade von Allah Azza wa Jal, dass wir heute über einen weiteren Namen von ihm, subhanahu wa ta'ala, sprechen dürfen. Und es ist der Name Al-Wahhab. Wie wunderschön ist dieser Name. Und welch großen Nutzen werden wir heute, bi'idhnillahi sami'il alim, aus diesem großartigen Namen ziehen, liebe Geschwister. Ein Bruder sagte einmal zu mir, er hat angefangen, Japanisch zu lernen, damit er sich in den Videospielen, in den Kriegsspielen, die er spielt, besser reinversetzen kann. Und ich möchte euch damit eine Botschaft senden, dass eine Person Anstrengungen unternimmt, um in der Dunya etwas zu tun, was ihn am Tage der Auferstehung keinen Lohn bringen wird. Aber wir Muslime, wir unternehmen diese Anstrengung, damit wir Allah Azza wa Jal gefallen. Damit wir Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen. Denn wenn Allah mit dir zufrieden ist, wallahi, sei dir sicher, er wird dir auch Zufriedenheit in deinem Herzen geben. Möge Allah azza wa jal uns die Sakina in unserem Herzen geben. Al-Wahhab, ein gigantischer Name, über den wir sprechen, liebe Geschwister. Denn es ist unser Ziel, dass wir die Namen kennenlernen. Von wem? Von irgendjemandem? Nein, vom Herrn der Weltenbewohner. Derjenige, der alles erschaffen hat, die Menschen und die Dschinn, damit sie ihm dienen. So wie er subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Dein einziger Lebenszweck hier in dieser Welt ist es, Allah Azza wa Jal zu dienen. Und bei Allah, wenn du ein anderes Ziel verfolgst als die Dienerschaft zu Allah Azza wa Jal, dann wirst du von Allah Azza wa Jal keine Glückseligkeit bekommen. Merk dir das, lieber Diener, denn Allah, er hat in dieser Welt etwas mit dir vor, dass er dich prüft, damit er sieht, ob du ein Wahrhaftiger oder ein Lügner bist. Alif Lam Mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Allah Azza wa Jal fängt diese gewaltige Sura mit Buchstaben an, aus denen er den Koran verfasst hat, subhanahu wa ta'ala. Glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen werden, sobald du Allah Azza wa Jal versprichst, dass du glaubst, wird Allah Azza wa Jal dich auf die Probe stellen. Und Allah wird dann wissen, ob du ein Lügner oder ein Wahrhaftiger bist. Allahumma ja'alna min as-sadiqin. Liebe Geschwister, was bedeutet der Name Al-Wahhab? Das gängige Wort unter den Arabern ist Al-Wahhab. Al-Wahhab ist derjenige, der gibt und schenkt. Und Al-Wahhab ist eine Mubalagha, eine Steigerung von diesem Namen Fa'al, liebe Geschwister. Und die Gelehrten sagen über diesen Namen, er bedeutet an taj'ala milkak li ghayrik bi ghayri 'iwad. Allah Azza wa Jal hat uns Gnaden über Gnaden erwiesen, ohne dass er eine Gegenleistung von uns genommen hat, liebe Geschwister. Wie viel hast du für deine Arme bezahlt?
wie viel hast du für deine Beine bezahlt? Wie viel hast du für die Sonne bezahlt, an der du dich jeden Tag erwärmst? Wie viel hast du für das Wasser bezahlt, damit du jeden Tag deinen Körper damit erfrischen kannst? Allah Azza wa Jal, er hat uns diese Gnaden gegeben, ohne Gegenleistung, liebe Geschwister. Das ist seine Huld. Subhana wa ta'ala. Innahu al-mutafaddil. Er ist derjenige, der gibt, der Vorzüge gibt, liebe Geschwister. Und er gibt alles. Subhana wa ta'ala. Niemand kann in dieser Form geben, wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jal, yu'ti al-haja biduni su'al. Er gibt, ohne dass du ihn danach gefragt hast. Subhana wa ta'ala. Das ist die großartige Gnade von Allah Azza wa Jal. Wo ist der Beweis im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-Wahhab ist? Denn wir haben uns darauf geeinigt, liebe Geschwister, wir dürfen nicht einen Namen Allah zuschreiben, den er sich selber nicht zugeschrieben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, am indahum khazainu rahmati rabbik al-Aziz al-Wahhab. Besitzen sie etwa die Schätze der Barmherzigkeit von deinem Herrn? Und er ist der Allmächtige und der Schenkende, der Gebende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ein Bittgebet, was die Gläubigen oft sprechen sollten. O unser Herr, lass unser Herz nicht irre gehen, nachdem du es recht geleitet hast. Denn bei Allah, Allah hat die Herzen in der Hand. Heute bist du hier und morgen bist du vielleicht an einem Ort, den Allah Azza wa Jal verflucht. Möge Allah uns bewahren. Allah hat die Herzen in der Hand, deswegen sagen wir, O unser Herr, leite uns recht und lass uns nicht in die Irre gehen, nachdem du uns recht geleitet hast. Denn du bist Al-Wahhab, du bist der Schenkende, der Gebende. Liebe Geschwister, schaut, wie zahlreich die Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Allah Azza wa Jal, er gibt uns die Luft zum Atmen. Und er gibt uns die Sonne, an der wir uns erwärmen. Und Allah Azza wa Jal hat uns nichts vorenthalten, außer dass wir es in dieser Welt genießen können. Warum? Weil er subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir dankbar sind, liebe Geschwister. Aber subhanallah, der Mensch, er ist undankbar. Wie Allah Azza wa Jal sagt, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Er hat euch von allem gegeben, wonach ihr ihm gefragt habt. Subhanallah. Alles, was du im Leben Angenehmes brauchst für dich, um zurechtzukommen, hat Allah dir doch gegeben. Hast du keine Familie? Hast du kein Vermögen? Hast du keine Kinder? Hast du nicht all die Gnaden, die Allah Azza wa Jal dir gegeben hat? Doch, du hast sie alle. Aber Allah beendet die Aya, indem er sagt, und wenn sie die Gnaden von Allah aufzählen wollten, sie würden es nicht tun können. Aber der Mensch ist ungerecht und undankbar. Subhanallah. Willst du zu den undankbaren Dienern gehören, die Allah Azza wa Jal nicht dafür danken, was er ihnen gegeben hat und ganz gleich, was du tust? Denke nicht, wenn du betest, dass du Allah Azza wa Jal gedankt hast. Denke nicht, dass wenn du fastest, dass du Allah subhanahu wa ta'ala gedankt hast. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Und derjenige, der sich anstrengt auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala, so strengt er sich nur für sich selber an. Wenn du betest, nur für dich. Wenn du fastest, nur für dich. Du machst Allah Azza wa Jal damit nicht reicher. Bei Allah nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt uns in einer Überlieferung, Marartu Layla Usriya bi bil Mala'il A'la wa Jibril kal Hilsil Bali min Khashyatin Lahi Azza wa Jal. Einmal, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Isra und Mi'raj emporgehoben wurde, zu dieser wunderbaren Nachtreise, die eine einzige Gnade für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war, so hat er am obersten Punkt Jibril alaihi salam gesehen. Jibril alaihi salam, er lag wie ein ausgebreitetes Kleidungsstück vor Allah azza wa jal aus Furcht vor ihm. Und wer ist Jibril? Und wer kann sich mit Jibril messen? Jibril ist der gewaltigste Engel, den Allah Azza wa Jal erschaffen hat, liebe Geschwister. Er hat 600 Flügel und jeder Flügel deckt den gesamten Horizont ab. Allahu Akbar.
Jibril alayhi salam hat einmal einen Schrei getätigt. Er hat einmal geschrien, so dass eine ganze Landschaft gestorben ist. Die Gewaltigkeit von Jibril alayhi salam. Und schaut mal, wie sehr er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und das trotz er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dass Jibril alayhi salam keine Sünden macht. Dass Jibril alayhi salam nur das Gute tut, was Allah azza wa jal ihm befohlen hat. Und die ganze Zeit Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, trotzdem merkt er nicht den Reichtum von Allah subhanahu wa ta'ala. Also wie du mit deinem Gebet, mit deinem Fasten und mit anderen Dingen? Nein. Wenn du etwas tust, tust du das nur für dich. Und wir sollten wissen, liebe Geschwister, die Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala sind zahlreich. Und die Menschen, sie haben unendliche Wünsche an Allah subhanahu wa ta'ala. Aber subhanallah, wenn es um die Gebote Allahs geht, dann sind sie sehr, sehr langsam. Im Verlangen sind wir Weltmeister, liebe Geschwister. Aber wenn es darum geht, dass wir unsere Gebete machen, dass wir fasten, dass wir das Gute tun, subhanallah, wie langsam wir sind. Wie viele von uns haben sich vorgenommen, zum Hajj zu gehen? Seit 2, seit 4, seit 7, seit 10 Jahren und wir sind immer noch nicht gegangen. Warum? Weil wir wichtigere, nach unseren Ermessen, Dinge haben, die wichtiger sind als der Hajj. Möge Allah uns recht leiten. Schaut, wie langsam wir sind, wenn es um die Gebote Allahs geht. Aber wenn es um unsere Gelüste geht, ja Allah, gib mir dieses, ja Allah, gib mir jenes. Und das ist nicht das Verhalten von einem Gläubigen, liebe Geschwister. Subhanallah, die Gnaden sind sehr zahlreich von Allah Azza wa Jal. Was ist der Unterschied zwischen einem Mensch, der dir auch gibt, und Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal hat zahlreiche Gnaden, liebe Geschwister. Ein Mensch kann dir nur von dem geben, was er besitzt. Ein Mensch kann dir nur von dem geben, was er besitzt. Aber Allah Azza wa Jal besitzt so viel mehr als der arme Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O ihr Menschen, ihr seid die Armen gegenüber Allah. Und Allah ist der Reiche, der des Lobes würdig ist. Subhanallah. Ist einer, der gibt, wie Allah subhanahu wa ta'ala, der zahlreich gibt, aus allen Stellen, die wir uns nicht vorstellen können. Was ist noch der Unterschied zwischen dem, was ein Mensch gibt, und Allah subhanahu wa ta'ala? Ein Mensch kann dir nur geben, wenn Allah ihm gegeben hat. Ein Mensch kann dir nur geben, wenn Allah ihm gegeben hat. Ein Mensch, er kann dir nur geben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, liebe Geschwister. Was kann dir ein Mensch noch nicht geben? Gesundheit. Ein Mensch kann dir keine Gesundheit geben. Allah azza wa jal. Er macht gesund, wen er will. Und er lässt krank, wen er will. Möge Allah azza wa jal allen die Schifa geben. Liebe Geschwister, schaut mal, ein Mann, der nicht mehr urinieren konnte, er ging zum Arzt und dieser Mann hat schon ein hohes Alter erreicht, er war 70 Jahre alt. Dann sagte der Arzt zu ihm, damit du wieder urinieren kannst und dieses bei dir keine Schmerzen verursacht, müssen wir deine Blase operieren. So haben sie ihn operiert und der Arzt nach der Operation kam mit der Rechnung zu diesem Mann. Und er sagte zu diesem Mann, dieses sind die Kosten für die Operation. Dann fing der arme alte Mann an zu weinen. Der Arzt sagte zu ihm, schau mal, wenn der Betrag zu hoch ist, dann können wir uns auf etwas anderes einigen. So sagte der Mann, ich weine nicht wegen der Rechnung. Ich weine deswegen, weil Allah Azza wa Jal mich seit 70 Jahren urinieren lässt, ohne dass er mir jemals eine Rechnung geschickt hat. Subhanallah. Allah hat ihm noch niemals eine Rechnung geschickt. Aber wo sind wir? Wir haben alle Gnaden vergessen. Alles, was wir an Gnaden bekommen haben, haben wir vergessen, liebe Geschwister. Warum? Weil wir nur mit dem Verlangen beschäftigt sind. Wir vergessen die Gnaden, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Schaut nach unten, wer unter euch ist. Denn wenn du eine Person bist, der 1000 Euro im Monat bekommt, Alhamdulillah, einer unter dir kriegt vielleicht 500 Euro. Und derjenige, der 500 Euro hat, er soll sich auch freuen. Denn es gibt Leute, die verdienen gar nichts. Und es gibt Leute, die haben zwar nichts, aber Alhamdulillah, sie sind gesund. Aber andere Leute haben körperliche Krankheiten. Deswegen, wir sollen immer unter uns schauen, liebe Geschwister. Denn das hilft uns davor, dass wir überheblich werden. Dass wir mit den Gnaden Allahs, Azza wa Jal, unzufrieden sind. Ein Mann kam zu Harun al-Rashid, Rahimullah ta'ala. Und er war einer der gläubigen Diener.
Er machte entweder in einem Jahr den Dschihad oder den Hajj. So war sein Leben von Harun al-Rashid, rahimullah ta'ala. Ein großartiger Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. Trotzdem kam einmal eine Person zu ihm, um ihm eine Lektion zu erteilen. Und er sagte zu ihm, zu Harun al-Rashid, er sagte zu ihm, schau mal, du besitzt viel Geld. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du kurz vorm Sterben bist und du weißt, es gibt auf der gesamten Welt keinen Schluck Wasser mehr, würdest du für einen kräftigen Schluck Wasser das halbe Vermögen von dir hergeben? So sagte Harun al-Rashid, natürlich. Und welch vernünftiger Mann würde das nicht machen? Er sagte, und mal angenommen, du hast das Wasser getrunken und es bleibt bei dir in der Blase hängen und du kannst nicht mehr urinieren. Wärst du bereit, die andere Hälfte deines Vermögens auszugeben, damit dieses Problem bei dir behoben wird? Er sagte, natürlich. Und welch vernünftiger Mann würde das nicht machen? So sagte der Mann zu ihm, schau mal, die gesamte Dunya hat nur den Wert von einem Schluck Wasser, der hereinkommt in den Magen und durch die Blase wieder herausgeht. Er wäre bereit, sein gesamtes Vermögen herzugeben. Aber Gnaden, die wir heute nicht mehr erkennen, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal, er ist derjenige, der dir Kinder gibt. Kann ein anderer Mensch dir Kinder geben? Wallahi, du denkst vielleicht, ich bin jugendlich, ich bin stark, ich habe Muskeln, natürlich werde ich ein Kind bekommen. Wallahi, Allah gibt nur Kindern, wen er will, liebe Geschwister. Das hat nichts mit deiner Gesundheit oder sonstiges zu tun. Das ist ein Geschenk von Allah Azza wa Jal. Zakaria, als er in einem hohen Alter war, man sagt zwischen 90 und 100 Jahren, und seine Frau war unfruchtbar, so hat er nur von Allah Azza wa Jal verlangt, فَهَبِلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ. So gebe mir ein Nachkommen, ein Kind, schenke mir ein Kind. Er wusste, von wem er verlangt. Aber heutzutage gibt es sogenannte Muslime, sie gehen zu einer Götze, sie gehen zu einem Grab und verlangen von ihm Kinder, liebe Geschwister. Von wem? Von wem verlangst du? Außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist derjenige, der gibt. Und Allah azza wa jal ist derjenige, der nimmt. Willst du einen Toten darum bitten, dass er dir etwas geben kann, der sich nicht einmal im Grabe umdrehen kann? Was ist das für eine Logik? Überlegst du nicht? Und Millionen von diesen Leuten sind in den muslimischen Ländern, liebe Geschwister, die zu Gräbern gehen und von ihnen verlangen. Verlange von Allah, der Einzige, der dir geben kann. Al-Mu'ti, er ist derjenige, der dir gibt. Aber wann? Allah macht alles mit seiner Weisheit, liebe Geschwister. Subhanallah, schaut mal eine Kafira, eine, die keine Muslima war. Sie hat einmal ein Kind bekommen und sie sagte, nachdem ich das Kind bekommen habe, ich wollte irgendjemanden dafür danken, aber ich wusste nicht wen. Sie ist eine Kafira. Sie wusste nicht, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken muss. Aber in ihrer Fitra, in ihrer natürlichen Veranlagung, hat sie gemerkt, dass sie dafür Allah subhanahu wa ta'ala danken wollte. Schaut mal, wie wir das als selbstverständlich hinnehmen. Ich habe gehört letztens von einem Fall, von einer Frau, subhanallah, als sie ein Kind bekommen hat, ist sie zur Elterngeldstelle gegangen, um ihr Geld zu beziehen, die 300 Euro, was man hier bekommt für ein Kind. Subhanallah. So ging sie dorthin und hat erfahren, dass man jetzt nicht mehr dieses Geld bekommt. Dann sagte sie, wo soll überhaupt noch Segen drin liegen, dass ich überhaupt Kinder bekomme? A'udhu billah. Schaut mal, für was sie Kinder bekommen. Aber diese Kinder werden eine Prüfung für diese Leute sein, weil diese Leute nicht die Kinder mit der Absicht bekommen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gefallen, liebe Geschwister. Was haben wir noch für Gnaden, die ein Mensch dir nicht geben kann? Allah azza wa jal, er gibt uns, liebe Geschwister, unsere Organe. Eine Frage, lieber Bruder. Wärst du bereit, deine Hände herzugeben, nur damit du ein Schloss bekommen kannst? Wallahi, wenn du ehrlich bist, sagst du nein. Wärst du bereit, deine beiden Augen herzugeben für Rubinen und Juwelen? Du würdest nein sagen. Und wärst du bereit, deine Füße herzugeben, nur damit du einen Berg voller Gold bekommst? Du wirst sagen nein. Aha, erkennst du nicht den Wert, den du besitzt? Erkennst du nicht den Wert, den du besitzt? Das ist eine Gesundheit, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Dass Allah Azza wa Jal die Augen nicht gegeben hat. Ein Gelehrter von den Salaf, er sagte, إِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْلَمَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَغَمِّدْ عَيْنَيْكَ. Wenn du die Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala wissen möchtest, die einzige Gnade, wenn dir keine andere Gnade einfällt, weil du Allah nicht kennst, so überlegst du, welche Gnade hat mir Allah gegeben, dann schließe einmal deine Augen. Stell dir vor, du wärst blind. Das wäre für dich eine Katastrophe. Aber Allah Azza wa Jal hat dich sehend gemacht. Aber wo ist deine Dankbarkeit? Lieber Bruder und liebe Schwester, ein Mann kam zu Yunus ibn Ubayd, einen Gelehrten. Und dieser Mann hat sich beschwert. Oh Gelehrter, ich bin arm. Ich bin arm, ich besitze gar nicht. Dann sagte Yunus ibn Ubayd zu ihm.
würdest du 100.000 Euro für deine Augen hergeben? Er sagte nein. Dann sagte er ihm, würdest du 100.000 Dinar für deine Füße hergeben? Er sagte nein. Würdest du 100.000 Dinar für dein Herz hergeben? Er sagte nein. So sagte er zu ihm, schau, wie viel Geld du besitzt und du kommst dir arm vor. Er ist reich. Er hat reich. Er ist reich. Er hat alles. Aber leider schätzen wir diese Dinge, diese natürlichen Dinge nicht mehr, außer wenn wir wirklich krank sind, liebe Geschwister. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Auch eine Sache, die dir niemand geben kann, ist die Barmherzigkeit Allahs und das Paradies. Möge Allah Azza wa Jal uns diese beiden Dinge geben. Schaut mal, Subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns, لن ينجو أحد منكم بعمله. Niemand wird von euch durch seine Taten befreit werden, errettet werden vom Höllenfeuer. Sie sagten, ja, Rasulallah, wala ant, und auch du nicht. Er sagte, wala ana, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Auch ich nicht, außer Allah ist barmherzig mit mir und er gibt mir eine Gnade. Al-Fadl, schaut mal, Subhanallah, das ist ein Geschenk von Allah Azza wa Jal. Sag mir mal, was für besondere Taten hast du gemacht, dass du das Paradies verdienst? Sind deine Taten im Vergleich zu dem, was es für Gnaden im Paradies gibt? Wallahi, niemals. Niemals werden deine Taten es berechtigen, dass du das gewaltige Paradies bekommst. Denn deine Taten waren begrenzt. Ganz gleich, wie viele du gemacht hast. Ob du 15, ob du 30 oder 100 Jahre Taten gemacht hast. Sie sind begrenzt. Aber die Freude im Paradies ist unbegrenzt. Allahu Akbar. Allah ist dankbar. Er ist Shakur. Er gibt dir aus seiner Fülle heraus. Warum? Weil er, subhanahu wa ta'ala, auch Al-Wahhab ist. Er schenkt den Dienern, die er liebt, diese Dinge, damit sie sich freuen, liebe Geschwister. Möge Allah uns seine Gnade nicht vorenthalten. Schaut mal, subhanallah, liebe Geschwister, es gibt Menschen in der heutigen Zeit, wallahi, sie haben 100 Gnaden, 1000 Gnaden, Millionen Gnaden, wir können sie nicht zählen. Aber nur weil er eine Gnade nicht hat, dann vergisst er alle anderen Gnaden und er ist unzufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du Beine? Ja. Hast du ein Gehirn? Ja. Bist du behindert? Nein. Hast du Geld? Ja. Aber ich habe keine Frau. Wegen einer Gnade? Wegen einer Gnade vergisst du die anderen Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala? Welche Undankbarkeit ist das? Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir undankbar sind, dass der Mensch undankbar ist, weil er die gesamten Gnaden vergisst, die Allah azza wa jal ihm gegeben hat. Schaut mal, liebe Geschwister, dass wir, wallahi, diese Rechtleitung haben. Kein Mensch kann uns das geben. Wir Muslime sollten das verstehen. Egal, ob du kein Auto hast oder keine Frau hast oder kein Geld hast, du hast die größte Gnade, dass du ein Muslim bist. Dass du ein Muslim sein darfst. Schaut mal, wie viele Leute die Glückseligkeit im Geld suchen. Im Geld suchen. Und der Muslim, er hat diese Gnade, indem er sich einmal vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwirft. Er wirft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist glückselig dabei. Und der Muslim, er läuft nach Hause und er liest im Buch Allahs. Und er ist glücklich dabei. Aber die Leute, schaut mal nach, was die verlangen. Dieser Reichtum ist nicht nur mit Geld verbunden. Einer der Salaf sagte, wallahi, wenn die Könige dieser Welt wüssten, wie glücklich ein Muslim ist, wie glückselig er ist, sie würden kommen und ihn mit seinen Schwertern bekämpfen. Ja. Da weißt du, was die Glückseligkeit bedeutet. Allah Azza wa Jal hat dich nicht irregehen lassen. Allah Azza wa Jal hat dich zu einem Muslim gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir alle Gnaden gegeben. Denn dieser Islam, damit kommst du in das Paradies. Und du entfernst dich vom Höllenfeuer. Aber wenn du den Islam nicht hast, mit was willst du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren? Mit was willst du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Als eine Befreiung, außer mit dem Islam. Du solltest verstehen, was für eine außerordentliche Gnade das ist, lieber Bruder und liebe Schwester. Wallahi, wie sehr sind wir versunken in diesen materiellen Werten, so dass wir Allah subhanahu wa ta'ala tatsächliche Gnaden vergessen haben. Diese Gnaden, die uns vor dem Höllenfeuer retten. Weißt du, was das bedeutet? Dass du vor dem Höllenfeuer gerettet wirst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullama najjat juluduhum, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab
jedes Mal, wenn ihre Häute in der Hölle durchgebrannt werden, dann werden wir ihnen eine neue Haut geben, die erneut wieder durchgebrannt wird. Willst du dieses eintauschen? Lass das, dass du Geld hast. Lass, dass du Vermögen hast, Frauen hast, Besitz hast. Was soll dich retten vor dem Höllenfeuer, wenn es nicht dein Islam ist, lieber Bruder und liebe Schwester? Möge Allah Azza wa Jalla uns vergeben. Liebe Geschwister, schaut mal, wie viel unendliche Gnaden wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Aber wir sind unzufrieden. Und deswegen soll jeder Muslim wissen, es gibt zwei Arten, die wir verstehen müssen. Eine Gnade, eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, die er einem Diener aus Ehrung herausgibt. Allah, er liebt diesen Diener und deswegen gibt er ihm diese Gnade. Und das andere ist eine Niqma. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt diese Person nicht, aber er gibt ihm trotzdem. Schaut mal, Allah ist Al-Wahhab. Er gibt jedem, egal ob dieser ein Kafir, ein Heuchler oder sogar ein Muslim ist. Allah gibt jedem. Das ist die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch ist anders. Der Mensch gibt nur wen? Er gibt denjenigen, die er liebt. Aber Allah gibt ihnen alle. Aber Allah möchte uns prüfen. Entweder hast du wirklich eine Gnade bekommen und man kann das nur eine Gnade nennen, wenn du dieses auch als Gnade einsetzt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Derjenige, der euch Augenlicht, Gehör und ein Herzen gegeben hat, wie sehr ihr aber undankbar seid. Du kannst nur dankbar mit deinen Gliedern sein, wenn du sie im Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala nutzt. Deine Augen, du schaust nur das an, was halal ist. Dann bist du dankbar für deine Augen. Und dann ist das eine Gnade von Allah. Dein Gehör, du hörst nur dem zu, was gut ist. Nicht den Lügnern, nicht den Verbrechern, nicht den Heuchlern und nicht der Musik und diesen abgeirrten Leuten. Dem hörst du nicht zu. Du hörst den Koran, der dir tatsächliche Freude in deinem Herzen versetzen kann. Dann bist du ein dankbarer Diener. Dein Herz, was für Absichten hast du im Herz? Wal'iyadu billah, es gibt Leute, der sagt, ach, hätte ich nur Geld, dann würde ich ein Bordell aufmachen, dann würde ich ein Casino aufmachen. Schau, wie verdorben sein Herz ist, liebe Geschwister. Deswegen gibt es eine Höllenart, Al-Hutama, sie umfasst das Feuer, umfasst die Person von Herzen nach oben. Warum? Weil er in seinem Herzen den Schirk und den Kufr und die Bid'ah und die Sünden gehabt hat, liebe Geschwister. Deswegen wird er an diesem Tag, wallahi, erniedrigt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, die Gnade ist, wenn du das, was du von Allah bekommen hast, in seinem Sinne nutzt. Dann bist du dankbar. Dann bist du ein Diener, der, wallahi, von Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr bekommt. Allahu Akbar, noch mehr, ja. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Und wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Aber wenn ihr, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ undankbar seid, dann ist meine Strafe hart. Allah hat es dir angekündigt. Du entscheidest. Die Strafe oder die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Du alleine entscheidest. Keiner wird dir diese Entscheidung abnehmen. Du selber musst entscheiden. Sei dankbar dafür. Und das andere ist eine Niqma. Und das sehen wir heute viele unter den Leuten. Sie haben von Allah ursprünglich eine Gnade bekommen, aber was machen sie mit dieser Gnade? Sie, wal'iyadu billah, machen das Schlechte damit, liebe Geschwister. Es gibt Leute, die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, vor Internet zu sitzen und sich die versauten Bilder anzugucken. Sie gehen und holen sich DVD-Filme, versaute Filme an und damit gucken sie die ganze Zeit. Allah hat dir nicht diese Gnade gegeben, damit du dir diese versauten Dinge angucken kannst. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, der dich erschaffen hat und der dich sieht zu jedem Zeitpunkt. Und wisse, derjenige, der dich sieht, ist auch derjenige, der dich bestraft. Wallahi, er hat dich gesehen bei jeder einzelnen Tag. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Glaubst du nur, weil deine Tür zu ist und deine Jalousien unten sind, dass du jetzt tun kannst, was du willst? Allah sieht dich überall. Und wir sehen, dass die Leute, wenn sie rausgehen aus der Moschee, sie betrügen, sie lügen. Wir kennen sogar Leute, die rausgehen und Drogen verkaufen. Subhanallah. Was machen sie mit dem Besitz, den Allah Azza wa Jalla ihnen gegeben hat? Das ist eine Niqma, liebe Geschwister. Das ist eine Strafe für diese Leute. Und am Tage der Auferstehung werden sie dafür zur Rechenschaft gezogen. Allah hat dir das aus seiner Gunst gegeben, dass er dir Vermögen gegeben hat, dass er dir Familien gegeben hat. Aber was machst du mit diesen Dingen? Manche von uns kriegen Kinder als eine Gnade. Und wir sehen, dass sie sie die ganze Zeit draußen spielen lassen. Sie bringen nichts bei vom Koran. Sie bringen nichts bei von der Sunna. Wenn du sie fragst, warum? Wozu hast du diese Kinder auf die Welt gebracht?
Wallahi, wisst ihr, warum die Salaf, die Leute, die Kinder damals auf die Welt gebracht haben, damit eine weitere Seele sich niederwirft vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben sie Kinder bekommen. Aber weswegen heute? Wegen Elterngeld? Damit du die ganze Zeit auf der Straße spielen lässt? Was wirst du am Tage der Auferstehung? Denkst du, du wirst nicht gefragt werden über diese Kinder? Wallahi, du wirst gefragt werden. Warum gibt es manche Eltern, ihre Kinder sind 6, 7 Jahre, die können den halben Koran auswendig, die können Dinge aus der Sunna, liebe Geschwister, die wissen, dass sie mit rechts essen, die sagen Bismillah. Aber heute ein Kind von einem muslimischen Eltern, er weiß nicht mal, dass man Bismillah sagt. Er kennt nicht mal den Friedensgruß, Assalamu alaikum. Schande über dich, Schande, dass du solche Kinder zur Welt bringst. Die Armen, die nichts dafür können, du bist verantwortlich für sie. Und wenn du ihnen nichts beibringen kannst, dann bring sie zu Leuten, die ihnen beibringen können. Aber dass du sie einfach so lässt auf der Straße und sie machen einfach nur das, was die Kuffar machen, warum? Warum nennst du sie dann Muslim? Warum, wenn du sie genauso erziehst, wie die anderen ihre Kinder erziehen, liebe Geschwister? Deswegen denke nicht, wenn einer eine Gnade bekommen hat, dass dieses eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er kann diese Gnade bekommen haben, ja, aber dadurch, dass er Schlechtes damit macht, wird Allah azza wa jalla ihm dafür zur Rechenschaft ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah azza wa jalla, er sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es soll dich nicht erstaunen. Es soll dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nicht erstaunen, dass sie Geld haben und dass sie Kinder haben. Denn Allah azza wa jal, er möchte sie mit diesen Dingen in der Dunya bestrafen, so dass sie als Kuffar sterben und auch so zur Rechenschaft gebracht werden. Denkst du, weil jeder etwas bekommen hat, ist das eine Gnade für ihn? Wir sehen viele Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam sind, liebe Geschwister. Sie haben auch etwas bekommen von Allah, aber wir sehen, was sie damit machen. Wallahi, das wird eine Schande für sie sein. Und ich werde abschließen, liebe Geschwister, diese Khutbah und verzeiht mir die Länge, indem ich euch noch eine Sache sagen will. Al-Wahhab ist ein Name von Allah, wie wir schon herausgefunden haben. Dreimal ist er im Koran erwähnt, dieser Name, liebe Geschwister. Subhanallah, es gibt heutzutage Leute, die wal-iyadu billah juhal, juhal, juhal sind, total unwissend. Und sie nennen anderen Wahhabi. Wahhabi? Erstmal ist das ein Name von wem? Von Allah. Schämst du dich nicht, mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala zu spielen? Was willst du uns damit sagen? Willst du Allahs Name in Verruf bringen? Warum sagt er dieses? Weil er unwissend ist. Er hat keinen Respekt gegenüber dem Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweite Sache, liebe Geschwister. Wer sagt etwas über Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ohne dass er dabei lügt? Wallahi, er ist ein Lügner. Wisst ihr, woran wir das erkennen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er damals unter seinem Volk war, die Leute haben über ihn gesagt, du bist ein Lügner und du bist ein Zauberer. Hat man diesen Worten getraut? Und hat man diese Worte geglaubt, dann ist man als Kafir gestorben. Aber hat man gehört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatsächlich als Botschaft hatte? Dann ist man mit dem Glauben an Allah und den Propheten gestorben und man ist als Muslim gestorben, liebe Geschwister. Und genauso mit diesem Sheikh und anderen Sheikh. Und das gilt für jeden Sheikh. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, diese großartige Gemeinschaft, die einzige errettete Gruppe sein wird, sie nehmen sich keinen Sheikh als Propheten. Denn jeder Mensch macht Fehler, auch Gelehrte, auch Großgelehrte, liebe Geschwister. Aber wir sind nicht unfair und verunglimpfen eine Person. Wallahi, der nicht recht hat, verunglimpft zu werden. Ja, dann kommt man mit Wörtern, der hat Unzucht gemacht. Kannst du das nachvollziehen? Warst du dabei? Hast du das gesehen? Hör auf zu lügen! Aber was ist da von ihm? Seine Bücher! Keiner kommt und sagt, schaut mal, hier in diesem Buch sagt er das und das, weil Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Wallahi, schauen wir uns die Bücher an. Denn das ist das beste Beweis, was er für eine Aqida, für eine Glaubensgrundlage hatte, liebe Geschwister. Dann bringt man das Buch und sagt, da hat er einen Fehler gemacht. Wenn man das mit Koran und Sunna widerlegen kann, Alhamdulillah, niemand hat die höhere Stellung als Koran und Sunna. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, er hat damals an den Friedhöfen, er hat sie eindämmen lassen. Warum? Weil es viele der sogenannten Muslime gab, die diese Gräber angebetet haben. Und er hat den Leuten verboten, Zinsen zu nehmen. Und er hat den Leuten verboten, das Schändliche zu machen. Und das ist so in dieser heutigen Zeit. Schaut mal auch in Deutschland, weil wir diese Diskussion haben. Salafismus, Salafismus, Salafismus. Jeder ist verantwortlich für diese Sache. Jetzt sind die Salaf für alles verantwortlich. Vielleicht auch, weil Ronaldo gestern den Elfmeter verschossen hat. Weil er im Salaf gesehen hat.
Vielleicht ist das auch der Grund. Möge Allah uns bewahren, diese Betrüger, diese Lügner. Wir sehen das, lieber Bruder, und ich möchte eine Botschaft an dich schicken. Wallahi, weil die anderen mich nicht interessieren. Du wirst vor Allah zur Rechenschaft gebracht. Hast du Angst vor diesen Leuten? Weißt du denn nicht, dass sie dir deine Religion nehmen wollen? Und sie werden nicht aufhören, dich zu bekämpfen, bis sie dich von deiner Religion wegbringen. Hast du das immer noch nicht gelernt? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Und die Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihre Glaubensgemeinschaft annimmst. Lerne das endlich. Willst du zweimal verlieren? Sie werden sowieso nicht mit dir zufrieden sein. Rasier dein Bart von mir aus, trag einen Anzug von mir aus, geh mit Mädchen aus in der Diskothek. Du bist für sie immer noch ein Salafist. Verstehe das. Schaut mal, der eine, der einen Anschlag gemacht hat in Frankreich. Allahu alam, wer er war. Der sah aber nicht aus wie ein praktizierender Muslim. Aber was war er natürlich in ihren Augen? Was? Ein Salafist. Ja, jeder, der Islamexperte. Jeder, der das ist ihr Spruch. Subhanallah. Was ist mit diesen Leuten los? Wollen sie uns betrügen, liebe Geschwister? Sie sagen, nicht jeder Salafist war ein Terrorist. Aber jeder Salafist hatte mit Terror zu tun. Ja, und wir sagen ihnen, nicht jeder Nazi hat Brot gegessen, aber alle Nazis haben Brot gegessen. Was ist das für eine dumme Einstellung? Wollen Sie uns veräppeln, liebe Geschwister? Wir sind Muslime, Alhamdulillah, und wir haben das Buch der Rechtleitung. Oh, Wallahi, Sie sind neidisch auf uns. Sie sind neidisch auf uns. Das sollt ihr wissen. Allah sagt das im Koran. Allah Azza wa Jal sagt dir das im Koran. Wallahi, Allah Azza wa Jal sagt dir das im Koran. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. Viele Leute der Schriftbesitzer wollen euch Muslime von der Religion wegbringen. Viele, viele, nicht wenige, viele. Warum? Ja, Allah, was ihr zieht? Aus Neid vor euch. Wir müssen die Kirchen hören. Wir müssen das und das. Macht doch! Warum lässt ihr uns nicht in Ruhe? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Baut von mir aus bis in den Hochturm hinauf. Aber lasst uns unsere Moschee und lasst uns unsere Muslime und sagt nicht den Leuten, die wal'iyadu billah, diese abgeirrten, sogenannten Muslime, wallahi, keinen vertreten sie aus dieser Gesellschaft. Nur sich selber, liebe Geschwister. Diese, die sozusagen mit den Kuffar hin, und was soll ich jetzt unterschreiben? Gegen Zwangsheirat gehen? Sag, du hast eine Religion! Du weißt, was richtig ist und was falsch. Die werden tausend Sachen von dir verlangen. Wenn es heute die Zwangsehe ist, ist morgen, und das haben sie schon gemacht. Wir wollen, dass alle Gruppen sich vom Weg des Salafismus freisprechen. Bitte schön. Der Weg der Salaf ist die Religion. Und wer das nicht versteht, der hat sich vom Weg der Religion verabschiedet, liebe Geschwister. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Diejenigen unter den Ersten, die Auswanderer. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie bezeichnet, die Sahaba. Und allen, die ihnen auf beste Art und Weise folgen. Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit Allah. Und wir sagen den Kuffar mit einer erhobenen Stimme, Wallahi, lieber gehen wir aus diesem Land heraus. Lieber gehen wir aus diesem Land heraus, als dass wir unsere Religion hier lassen. Imam Ahmed, rahimullah ta'ala, er wurde einmal gepeitscht, weil die Leute etwas gesagt haben, was mit Unglaube zu tun hat. Sie haben gesagt, der Koran ist erschaffen. Wal'iyadu billah. Aber die Worte Allahs sind niemals erschaffen. Alles, was zu Allah gehört, ist nicht erschaffen, liebe Geschwister. So haben sie Imam Ahmed 4 Jahre eingesperrt im Gefängnis. Und sie haben ihn die ganze Zeit gepeitscht. 80 Peitschenhiebe. Als ein Gefährte von Imam Ahmed dann zu ihm kam. Und er sagte zu ihm, hast du überhaupt was gespürt? Er sagte ihm, lieber ist es mir, dass mein Körper stirbt, als dass mein Glaube stirbt. Und so solltest du sein, lieber Bruder. Und so solltest du sein, liebe Schwester. Hast du Angst vor ihnen? Wir fürchten nur Allah. Und wenn wir hier rausgehen, dann gehen wir raus. Aber trotzdem haben wir hier unser bestes Verhalten gezeigt. Weil manche Leute, Wallahi, sie wollen den Islam annehmen. Sie lassen sich nicht täuschen von diesen Blendern, von diesen Lügnern, die nur den Namen schlecht machen wollen. Warum verlangen sie, dass alle Leute sich vom Salafik distanzieren? Damit sie keine Muslime mehr sind. Und das ist das, was Allah Azza wa Jal im Koran gesagt hat. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer diese Ni'ma des Islam verstehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit keiner anderen Religion sterben lassen, außer mit dem Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime vor ihm stehen lassen, dass wir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah vor ihm sagen können, dass wir am Tage der Auferstehung die Gnaden bekommen, die Allah Azza wa Jal uns versprochen hat. Ja Allah, verwehre uns nicht die Gnaden, die du uns versprochen hast. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.